Hallo, heute zeige ich euch, wie man nicht gespeicherte Word-Dokumente wiederherstellen kann. Dazu öffne ich in Word eine neue Datei. Nehme dazu ein leeres Dokument und schreibe jetzt einen Text hinein. So, ich werde jetzt absichtlich dieses Dokument schließen, aber nicht speichern. Um es zu verdeutlichen, schließe ich nochmal das komplette Word. So, jetzt ist es weg und öffne nochmal Word. Und versuche nun dieses Dokument wiederherzustellen, indem ich auf Datei gehe. Hier komme ich auf die erste Seite. Und gehe ganz runter auf nicht gespeicherte Dokumente wiederherstellen. Dann dauert's, geht zurück, dauert einen Moment. Und hier ist der Text, den ich gerade geschrieben habe. In diesem Ordner befinden die sich, diese Dokumente. Mit einem Doppelklick öffnet es sich in dieser Ansicht. Um das Dokument zu bearbeiten, gehe ich auf Ansicht, Dokument bearbeiten. Und hier ist der Text, den ich gerade geschrieben habe. Kann hier noch etwas hinzufügen, ändern. Und wenn ich fertig bin, kann ich diese Datei speichern, wo auch immer ich es möchte. Ja, das war's schon. So, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.